Daniela Katzenberger hat lange zum Peter ihres kleinen Drama geschwiegen. Doch damit ist jetzt Schluss. In ihrer Show Daniela Katzenberger Familienglück auf Mallorca spricht die Kultblondine über ihren Ziehvater Peter Klein. Sie kann die Lage ihrer Mutter Iris Klein sehr gut nachempfinden und hat Mitleid mit dieser. Öffentlich beschissen werden ist nie gut, das fühlt sich auch nie toll an. Aber stell dir vor, du kriegst das alles übers Fernsehen raus, durch Fotos, die dir zugeschickt werden, durch die Presse. Das war wirklich wie im Albtraum. Unter Peters Betrug leide Iris nicht als Einzige. Die waren zusammen, seit ich 15 bin. Seit ich 15 bin. Ich habe jetzt keinen Papa mehr. Sophia hat keinen Opa mehr. Lukas hat keinen Schwiegervater mehr. Und meine Mutter hat keinen Mann mehr, erzählt sie in ihrer Doku. Peter habe einen wichtigen Teil in der Familie mit sich genommen. Da fehlt halt jetzt ein Stück vom Puzzle. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er jetzt einfach nicht mehr da ist. Lukas Cordales sieht bei sich eine Mitschuld. Der Sänger gibt zu: Leider ist das gerade passiert, als Peter mich begleitet hat auf meiner Reise und er, während ich im Dschungel war, im Hotel war. Iris Klein hat nach den heftigen Ereignissen eine krasse Konsequenz für sich gezogen. Nie wieder heirate ich. Ich habe 4-mal in meinem Leben Nägel mit Köpfen gemacht. Das Ding ist durch. Peter Klein ist ihre 4. gescheiterte Ehe.